Die Sims 4 Verliebt ist mitsamt Trailer nun offiziell, dessen kleine Details und besondere Highlights ich euch in diesem Video zusammenfassen will. Die neue Verliebt-Erweiterung bringt neben der neuen Welt Ciudad Enamorada mit 3 Nachbarschaften und 13 Grundstücken eine neue Romantiktherapeutenkarriere, neue Bestreben, Merkmale, Beziehungsdynamiken und vieles mehr. In den ersten Szenen sehen wir die an Spanien bzw. Mexiko angelehnte Welt etwas besser. Auch zu den verschiedenen Regionen haben wir jetzt mehr Kontext. Vista Hermosa ist eher grün und hat viele Wege zum Spazieren, in die eventuell auch der herzförmige See gehört. Plaza Mariposa befindet sich im Vorstadtgebiet und Nuevo Corazón bietet eine Kulisse mit Hochhäusern sowie den neuen Penthäusern. Auch ein Brunnen wie der aus Romantische Garten gibt es hier, auf dem man perfekt kuscheln kann. Innerhalb des Bargrundstücks sieht man einen besonderen Baumodus-Gegenstand. Die Bar, an der der Sim mixt, ist gebogen, endlich eine Alternative zu den sonst nur geraden Versionen. Aber auch für schmalere Wohnungen steht jetzt eine hübsche 1x1 Kästchen große Version bereit. Für alle, die sich besonders auf die neue Amos-Ecke-App gefreut haben, so sieht die Benutzeroberfläche aus. In den verschiedenen Reitern könnt ihr entweder euer eigenes Profil verwalten und ein neues Selfie machen oder die Alterspräferenz angeben, gespeicherte Sims ansehen oder auch auf Matchfang gehen. So große Blumensträuße wie diesen hier hatten wir bisher ebenfalls auch noch nicht zur Auswahl. Ein paar Szenen weiter sehen wir den neuen Techtelmechtel-Ort in einer Abstellkammer. Mal sehen, ob die Sims hier hinter jeder Tür verschwinden werden oder ob es sich hier um ein spezielles Objekt handelt. Als zweiter neuer Techtelmechtel-Ort können es die Sims in der tragbaren Decke krachen lassen. Und noch ein dritter neuer Techtelmechtel-Ort ist Teil vom Pack. Im ganzen Trailer sieht man immer mal wieder neue romantische Interaktionen und Animationen. So ist auch dieser angetäuschte Tanzkuss Teil der Erweiterung. Jetzt kommt der Sims-typische Humor, für den wir die Sims so lieben, besonders gut raus. An der Kostümkiste für Erwachsene stehen mal heißere, mal etwas albernere neue Outfits bereit. Auch eine große Aubergine ist hier mit dabei. Und endlich, auch das vibrierende Herzbett aus Die Sims 1 feiert sein großes Comeback. Das neue Spiel sieht ein wenig aus wie Strip Poker und auch die neue Todesart, an einem gebrochenen Herzen zu sterben, ist sehr prominent im Trailer zu sehen. Für alle Tattoo-Fans gibt es ein paar neue und erwachsenere Versionen, die ich persönlich für eine tolle Ergänzung halte. Auch 2 neue Ängste sind Teil von diesem Pack: Angst vor Nähe und Angst vor dem Alleinsein. Falls eure Sims hier hineinrutschen sollten, können diese mit dem Partner durch neue Fragen und Interaktionen geklärt werden. Auch eine Therapie ist möglich. Bevor ich euch mehr zum kostenlosen Basisspiel-Update vor der Veröffentlichung verrate, bei Instant Gaming kann die neue Erweiterung jetzt schon für unschlagbare 34,50 € vorbestellt werden. Link zum Deal und meinem Gewinnspiel ist in der Beschreibung. Vor der Erweiterung erscheint ein kostenloses Basisspiel-Update, mit dem ein System für romantische Grenzen eingeführt wird. Je nach Einstellung kann bei den Sims nun definiert werden, wie Sims Beziehungen führen wollen und ob in der Beziehung Körperkontakt, also vermutlich auch Techtelmechtel, Romantik oder beides nur mit dem Partner betrieben werden darf. Auch kann jetzt eine romantische Beziehung mit anderen Sims eingegangen werden, ohne dass andere romantische Beziehungen sauer sind. Natürlich wurden noch einige andere neue Features gezeigt, die ihr aber bereits aus meinen vorherigen Videos kennt. Schaut gerne rein und lasst unbedingt ein Abo da, um auch in Zukunft nichts bei den Sims zu verpassen. Wie hat euch der Trailer gefallen? Konnten euch die neuen Features abholen oder ist das zu wenig? Also dann, bis zum nächsten Video.